Herzlich willkommen, hier ist Sven Rattenfleisch auf dem Arsch. Wir werden immer die Tiere versorgen. Die Tiere haben alle Hunger, von Kühen bis hin zum Schwein. Das heißt, das ist ja, viel Arbeit. Wir werden gleich mal loslegen und erst werden wir gleich mal eine Stroh zu den Kälbern fahren. Das ist rechts. Lenkung geht nicht, das ist doof. Ich habe viel mit dem Ton getestet, die Kamera umgebaut. Dadurch bin ich etwas anders zu sehen, also von hinten her, und immer ein bisschen besser, dass ich nicht so ein Bild verschwinde, wie nach vorne geht. Das geht leider mit dem anderen Position nicht so, weil ja, das ist halt immer so, ne? Ich hatte umgebaut und dadurch ist mal die Kälte gewesen. Na gut, okay. Wir fahren nochmal rein, ne? Stroh reingeben. Die brauchen allgemein nicht so viel Stroh, aber der Rest geht dann bei den Muttertieren weg oder rein. Ja, mal schauen, ob heute die Ernte im Gentag begonnen werden kann. Für mich ist es immer wichtig, dass wir immer die Ernte, die Kühe versorgt kriegen und Schweine. Sind alle teilweise im roten Bereich und über höchste Eisenbahn. Ich meine, die nächsten Stunden haben sie noch Futter, aber trotzdem ist es am frühen Morgen die erste Pflicht, die Tiere zu kontrollieren und entsprechend zu versorgen. Real ist ja so, dass die Tiere im Prinzip mehrmals gefüttert werden, normalerweise zweimal. Ich kann nicht davon früher, dass sie früh und abends versorgt wurden im Stall. Im Idealfall, wenn sie auf der Weide waren, dann konnten sie sich alleine versorgen. Oh, wird noch so knapp, ne? Aber unsere Weizenernte und Gerste, damit genug Stroh rauskommen. Der melkt ja trocken an, das heißt, da ist keine Gefahr, dass unser Stroh verschwindet. Wir werden mal viel einfahren in diesem Jahr, dass wir nächstes Jahr vielleicht nicht so viel haben werden. In der Fruchtfolge. Das Kalk muss ich noch mal einlagern. So, rennen im Stall hier. Kriegen gleich die wieder Mist, ob wir gefahren werden, aber erstmal Vorrang hier, dass unsere Tiere besorgt werden. So, das ist das erste Aufgabe, ne? Müsste mal so ein Kurs einfahren, dann könnt ihr es automatisch machen. Ah, das müsste ich mal irgendwie. Jo. Komplett rein. Mal machen, wenn ich mehr Zeit habe. Zur Erntezeit ist es ein bisschen ungünstig. Dann geh runter. Ja, dann noch eine Fuhre holen. Dann die Reihe. Ja, die Kühe werden immer größer, die Kälber auch, und die vermehren sich hier entsprechend. Ne? Bei 3 Tagen Jahreszeit geht es ja flach auf Schlacht, besonders bei Schweinen. Kühe, naja, wenn ein Spruch kommt, in ein halbes Jahr kommt es, ne? Dann ist es verdammt schnell, weil 3 Tage ist ein Vierteljahr und dann hast du 6 Tagen ingame schon ein halbes Jahr rum. Ne? Denn wenn du mit 6 Tagen oder 9 Tagen spielst, ist es wieder von Tagen her bedeutend länger, ne? Logisch. Also wer mit Tieren beginnt im ersten Jahr und wenig Felder hat, kann durchaus mit Tieren beginnen und 3 Tage. Aber ich würde dann sobald wie möglich auf 6 Tage umstellen, weil Feldarbeiten und Grasarbeiten, das selbst bei Geschwindigkeit 1 hat einen Stress aus, ne? Ich sehe gerade die Geschwindigkeit. Ja, da braucht 3 Tage spielen. Denken wir wieder auf 1. Ganz gut sein. Ich glaube, nicht Balken im Gesicht hier. So, normal Stroh. Dann wie viele die jetzt noch kriegen. Na gut. Ja,
War ja auch nicht so viel, ne? Wir könnten jetzt Schweinefutter aus dem Stall nehmen. Für die Schweine, aus dem Lager nehmen. Für die Kühe. Weil. Da haben wir was. Den brauchen wir jetzt kaufen, ne? Sobald hier die Malzfabrik wieder läuft, können wir da auch wieder Futter holen. So, den Rest vom Stroh werden wir dann in die Mischfabrik hauen. Aber, ja, 14.000. Immerhin, ne? Ja. Wieder voran. Gestern noch Thüringen gespielt. Ein wunderschönen Livestream. Fast 4 Stunden. War ein schöner Erfolg. Danke an neuen Abonnenten, der noch dazugekommen ist. Ich habe mich sehr gefreut. Konnte jetzt den Zahlen gar nicht glauben. Einer mehr. Noch lange Zeit. So, jetzt Futter, Mischfutter. Heuballen haben wir zumindest eingesammelt. So. Werden wir bald was brauchen, ne? Aber die Silage ist fertig, glaube ich. Ballentechnisch. Ich habe hier 2 Ladungen hingestellt. Bei der Heutrocknung. Und Heu haben wir auch zumindest eine halbe Ladung fertig. Mit aber große Balken, ne? Ball mit 8000 Liter. Das ist so ein Mod dafür, kann man ein bisschen vergrößern. Braucht man nicht so oft fahren. Na, die Fuhre wird auch nicht gleich mehr reichen. Da werden wir mehrere Fuhren fahren müssen. Kühe haben großen Hunger. Man eigentlich einen Kurs einfahren, ne? Nebenbei. Da müssen wir einmal jetzt Prinzip einmal Mischration losfahren. Da muss man die Außenansicht machen, ein bisschen besser sehen kann. Dazu fahren wir dahin, dann. Die Außenrunde. So. Da können wir ein bisschen besser einstellen, das ist ein bisschen ungünstig. Ein bisschen mehr mittig. Denn so eine Aufgaben wie Füttern, das kann der Overdrive auch machen, ne? So. Das ist ein Crossplay nicht. So. R. Start. Und hier mal gucken. Punkt. Und den schreiben wir auf beladene Station. Beladen, das kann ja auch Dings sein, ne? Unser Lager sind beide, ne? So, jetzt mal überlegen, besten fahren, ne? Also. Das ist nämlich jetzt ganz heikel, dass ich keine groß. Das würde nicht links fahren, sagen wir so.
Also zur Not kann man den Kurs ja ein bisschen verschieben, das ist nicht das Problem. So. Dann werden wir hier erstmal abladen und dann Punkt. Fahren wir jetzt zurück und machen den Kreis zu. Natürlich ist es ein bisschen blöd, dass jetzt sich wir hier kreuzen, aber gut. Ich hoffe mal, dass es nicht schief geht. Das ist bei Autoreifen so eine Sache, weil ja alle Kurse miteinander jetzt zusammenhängen her, ne? Das habe ich jetzt nicht bedacht. Das ist so blöd gefahren. Da fahren wir zurück. Aber nicht wieder aufzeichnen, ne? So. Mit der Kamera drehen, dass wir ungefähr die Richtung kriegen. Was er hier. Wind tut. Gut. Das können wir mal kurz testen. Also beladen Fabrik. Und abladen. Kuftel 1. Nee, abladen. Kuftel 1. Und hier ist eine Mischration, okay. Ich weiß ja Bescheid, so. Und da ist abladen, okay. Dann kriegst du keinen Weg. Lass mal die Runde fahren, mal sehen, was er jetzt macht. Ich bin im Grunde nicht begeistert, dass wir die hier kreuzen. Muss man mir anders machen normalerweise. Na, da kommt ja rein, das Gute. Dachte erst nicht, ne? Mal sehen, vielleicht jetzt, wenn nicht klappt, ja, dann weiß wieder gute alte, ich mach selber. Normalerweise müsste er finden, normalerweise, so an sich. Nicht so tragisch, ne? Ja. Will nicht.
Na gut, dann wollen wir anders machen nachher, ne? Muss ich mal offline mal gucken und testen. Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Dann sagen wir tschüss und wir gewinnen. Ciao, ciao. Ja, wir machen gleich weiter und versorgen auch bald die Schweine. Denk mal morgen die nächste Folge Schweine versorgen. Rest Kühe und dann Schweine. Und dann sehen wir weiter. Ne? Dann Wasser geben noch, das dauert nicht lange. Schweine putzen und so weiter. Ne? Tschüss. Vielen Dank fürs Reinschauen.